Ihr habt auf Play geklickt bei diesem Video, dafür sage ich herzlichen Dank und vor allem sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vergessenen Nachrichten. Themen, die vor einigen Wochen oder Monaten noch rauf und runter gehüpft sind in den Medien und die plötzlich uninteressant sind, zumindest für diejenigen, die darüber berichten. Aber für euch sind diese Themen längst nicht uninteressant und deswegen habe ich mir jetzt mal die Sachen rausgepickt, zu denen ich besonders viele Nachrichten und Kommentare bekomme und zu denen einfach Nachfragen kommen, was ist denn da los? Was ist denn da los in Libyen, fragen viele von euch. Da war ja vor 2 Jahren ein Bürgerkrieg. Geht es jetzt allen Menschen gut oder nicht? Das ist nämlich eher der Fall, das erfahrt ihr hier. Außerdem fragen viele immer wieder, was ist denn jetzt los in der Türkei? Da gab es doch diese Proteste, hat sich die Situation jetzt verbessert oder nicht? Mehr dazu erfahrt ihr hier. Und eine kleine neue Rubrik führe ich jetzt einmal den vergessenen Nachrichten, nämlich die Rubrik Was macht eigentlich? Und da kümmern wir uns heute um Edward Snowden. Jetzt springen wir nach Libyen, ein Land, ich habe es gerade eben schon gesagt, in dem es vor ungefähr 2 Jahren einen Bürgerkrieg gegeben hat. Die Bevölkerung hat sich aufgelehnt gegen den Machthaber Muammar al-Gaddafi. Gaddafi, das kann man so sagen, hat diktatorisch regiert, hat viele Menschen in seinem Land unterdrückt, inhaftiert, foltern lassen, umbringen lassen und hat mit harter Hand regiert. Das sind viele negative Punkte, die die Menschen auch gestört haben. Aber al-Gaddafi, muss man auch sagen, hat die vielen verschiedenen Interessen, die es in Libyen gibt, auch einigermaßen vertreten. Denn Libyen ist ein Land, in dem es ganz viele verschiedene Stämme gibt, die untereinander sich auch oft nicht so gut leiden können. Denn Libyen ist ein Land, in dem Italien nach dem Ersten Weltkrieg quasi mutwillig irgendwelche Grenzen gezogen hat, also kein natürlich entstandenes Land, sondern ein Land, dessen Grenzen aufgezwungen wurden und das hat eben dazu geführt, dass es in den Jahrzehnten danach immer wieder Probleme gab. Gaddafi wurde gewählt von den Vertretern der verschiedenen Stämme, nicht vom Volk, das ist natürlich schon mal ein Problem, aber er war auf jeden Fall einer, der verschiedene Interessen abgedeckt hat und der das Land zusammengehalten hat. Nachdem Gaddafi weg war, er wurde umgebracht nach einem Aufstand eben in diesem Bürgerkrieg und nachdem auch der Westen eingegriffen hat mit Luftangriffen, nachdem Gaddafi weg war, hatten viele Hoffnung, okay, jetzt ist der Diktator weg, jetzt kann hier Demokratie einkehren in das Land, jetzt kann wirklich das Volk sagen, wo es lang geht, jetzt leben die Leute dort auch in einer freiheitlichen Welt. Ich unterstelle den westlichen Mächten, die in diesen Krieg eingetreten sind, einfach mal, dass das deren Ziel war. In Klammer, es gab noch andere Ziele, Stichwort Öl, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall wurde Gaddafi umgebracht, seine Regierung wurde gestürzt, die Mitglieder dieser Regierung wurden inhaftiert, zum Teil auch schwer gefoltert. Und man hat versucht, diese verschiedenen Interessen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, in Libyen unter einen Hut zu bekommen. Es gab eine Regierung, die auch teilweise vom Westen eingesetzt wurde und die versuchen sollte, das Land zu kontrollieren. Und jetzt muss man sagen, es ist nicht so wirklich geglückt, dieser Versuch, Einheit in das Land zu bringen. Der aktuelle Stand ist der, dass die Stämme, die, wie ja schon gesagt, sich untereinander auch nicht so gut leiden können, jetzt wieder aufbegehren. Im Süden zum Beispiel sagen die Stämme, wir wollen Autonomie. Im Zweifelsfall wollen wir sogar ein eigenes Land, das von Libyen abgetrennt ist. Im Norden gibt es Probleme, weil die Stämme sagen, naja, uns geht es ja auch nicht so gut, wir wollen auch was Eigenes. Und außerdem kommt noch dazu, dass diese Rebellen, die im Bürgerkrieg gegen Gaddafi gekämpft haben, auch noch überall so eine Art kleine Regierung stellen. Ihr müsst euch das vorstellen, da waren auf einmal zigtausende Menschen bewaffnet in Libyen. Denen konnte man die Waffen nach dem Bürgerkrieg nicht einfach wegnehmen. Und dort, wo diese Rebellen unterwegs sind, versuchen sie natürlich jetzt auch noch die Macht an sich zu reißen. Die Regierung in Tripolis, das ist die Hauptstadt von Libyen, ist viel zu schwach, um da mit harter Hand durchzugreifen. Die Polizei hat in vielen Städten Angst vor den Rebellen, auch das Militär kann da nicht viel machen, also es ist ein Machtvakuum, obwohl es eine Regierung gibt, ist die relativ schwach und in vielen Regionen herrscht quasi Anarchie. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Libyen ein sehr, sehr wichtiges Ölland ist. Deutschland zum Beispiel importiert ungefähr 9% seines kompletten Ölbedarfs aus Libyen oder hat importiert, denn momentan geht das nicht wirklich. Fast sämtliche Ölförderanlagen, Ölexportanlagen in Libyen sind momentan stillgelegt, entweder wegen Streiks, weil die Arbeiter sagen, wir kriegen nicht genug Geld, oder aber weil sie besetzt sind von ehemaligen Rebellen, die die Kontrolle jetzt gerade ausüben über diese Ölförderanlagen. Das führt wiederum dazu, dass das Land, das ja an diesem Öl sehr viel verdient, seine Bediensteten nicht wirklich bezahlen kann. Also es droht große Armut in Libyen und vor allem droht eine Zahlungsunfähigkeit auch in anderen Dingen in
in Libyen wegen dieses Ölproblems. Also das sind zwei große Probleme, die es in diesem Land gibt. Eine schwache Regierung mit einzelnen regionalen ehemaligen Rebellentruppen, die das Sagen haben. Und auf der anderen Seite diese Sache mit dem Öl. Und ich vermute mal, dass diese zweite Sache irgendwann den Westen auch aufhorchen lässt. Und da wird es dann wohl wieder Versuche geben, einzugreifen. Ich denke mal, dass wir Libyen früher oder später wieder in den Nachrichten mitbekommen werden. Also keine gute Situation in Libyen. Auch keine gute Situation gab es vor einigen Monaten in der Türkei, genauer gesagt in der Hauptstadt Istanbul. Ihr erinnert euch vielleicht noch an diese Bilder. So im Mai, April gab es dort große Aufstände. Der Ursprung für diese Aufstände lag darin, dass ein Einkaufszentrum gebaut werden sollte. Und da haben dann viele Menschen in Istanbul gesagt, also jetzt reicht's uns, jetzt ist das Maß voll. Die Stadtregierung und auch die Regierung des Landes unter dem Regierungschef Erdogan, die drückt uns immer Sachen auf, die wir nicht wollen. Da sind viele Dinge, die nicht okay sind hier im Land. Und dann war quasi das so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Und es kam dazu, dass es erst Aufstände lokaler Art gab in diesem Bereich, in dem das Einkaufszentrum gebaut werden soll und später dann auch über das ganze Land verteilt in anderen Städten. Es war dann nicht mehr nur ein Aufstand gegen dieses Einkaufszentrum, sondern auch gegen viele politische Dinge. Bei diesen Aufständen sind viele Menschen verletzt worden. Heute weiß man, dass es mehr als 8000 Menschen sind. Es gab auch Tote bei diesen Aufständen, weil die Polizei sehr hart eingegriffen hat. Vor einigen Wochen hat Amnesty International einen Bericht veröffentlicht, in dem dokumentiert ist, dass die Polizei oft sehr unverhältnismäßig eingegriffen hat und dass es da wirklich sehr, sehr grobe Fehler gab. Und in diesem Bericht steht auch, dass diese Fehler nur sehr, sehr lange aufgearbeitet werden momentan in der Türkei. Also das ist das eine, diese Aufstände, die bis heute nicht wirklich bearbeitet sind. Und auf der anderen Seite ist die Frage, wie ist es denn heute? Gibt es noch Aufstände? Geht es den Menschen besser? Hat sich was geändert? Also es ist so, dass es keine Aufstände gibt momentan. Es gibt zwar immer mal wieder Mahnwachen im Gezi Park oder an anderen Stellen, gerade in Istanbul, aber es gibt nicht mehr diese riesen Demonstrationen. Aber gerade Politikwissenschaftler in der Türkei sagen, es hat sich was geändert. Man beobachtet auf jeden Fall, dass die Menschen sensibler sind für Veränderungen, dass die Menschen jetzt mehr darauf achten, was politisch passiert. Und viele sagen auch, die sind aufgewacht und versuchen jetzt was in ihrem Land zu ändern. Demnächst sind Kommunalwahlen in Istanbul und da kann man dann sehen, ob diese Proteste vor einigen Monaten noch wirklich was gebracht haben, ob sie nachhaltig was gebracht haben. Aber so unterm Strich bewerten auch viele, die bei diesen Protesten dabei waren, die Sache als positiv und sagen, es ist so ein Bewusstseinswandel eingetreten. Dazu auch eine ganz nette Geschichte, die ich neulich gelesen habe. Ein Rentner in Istanbul hat sich daran gestört, dass so eine Treppe in der Stadt irgendwie total grau ist. Fand die nicht schön. Dann hat er irgendwann nachts diese Treppe in Regenbogenfarben bunt gestrichen und am nächsten Morgen kam dann das Ordnungsamt und hat sie wieder grau gestrichen. Daraufhin haben viele Leute in Istanbul gesagt, Mensch, das kann doch nicht sein. Und seitdem gibt es so ein kleines Wettrennen zwischen Menschen aus Istanbul und dem Ordnungsamt. Die Menschen streichen zuerst irgendwelche Treppen immer in Farben und das Ordnungsamt streicht sie dann wieder in Grau. Also man merkt, da ist irgendwie so ein neuer Spirit da und mal gucken, wie lange sich der auf jeden Fall noch hält in der Türkei. Zum dritten Thema jetzt die Frage, was macht eigentlich? Und da sind wir bei einem der bekanntesten Gesichter dieses Jahres, Edward Snowden, der Whistleblower. Der Mann, der uns gesagt hat, was die NSA und der britische Geheimdienst eigentlich alles so über uns wissen, wie sie an unsere Daten kommen und was sie mit diesen Daten machen. War ja eine große Geschichte, Edward Snowden zuerst in Hongkong, dann kam er nach Moskau, dann wurde ihm quasi seine Identität mehr oder weniger genommen von den USA und es gab ein Hin und Her, die Frage war, darf er in Moskau bleiben und so. Er hat auf jeden Fall jetzt erstmal Asyl bekommen in Russland und dort ist er auch noch, da sind wir auch bei dem Punkt, was er jetzt gerade macht. Also Edward Snowden reist laut seinem Anwalt gerade quer durch Russland. Er muss natürlich auch immer gucken, dass er dabei in Sicherheit ist. Seine Eltern sollen ihn auch schon besucht haben, unter strengen Sicherheitsvorkehrungen natürlich, weil wenn man weiß, wo seine Eltern sind, dann weiß man ja auch, wo er ist. Also er wird sehr streng abgeschirmt, keiner weiß so genau, wo er ist, aber er meldet sich immer mal wieder zu Wort. Die Abmachung war ja, solange er in Russland ist, darf es keine neuen Enthüllungen durch ihn geben, aber er hat viele Daten weitergegeben, vor allem an einen Journalisten, der diese Daten jetzt gerade betreut und auch immer weitergibt. Also da ist Edward Snowden erstmal raus, hat sich aber neulich bei einer Debatte im EU-Parlament durch eine schriftliche Erklärung zu Wort gemeldet und das EU-Parlament überlegt auch, ihm einen Preis zu verleihen, einen Friedenspreis.
Preis. Unterm Strich kann man sagen, ihm geht es wohl gut. Er ist in Russland unterwegs, sieht vermutlich viel vom Land, wird vermutlich auch ganz gut abgeschirmt und meldet sich immer mal wieder zu Wort. Ich bin gespannt, wann man ihn denn mal wieder zu Gesicht bekommt. Dazu habe ich euch was in der Infobox verlinkt und natürlich zu den anderen beiden Themen aus diesem Video auch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Ich hoffe, ihr seid jetzt auf dem neuesten Stand. Mehr, wie gesagt, in der Infobox. Und wenn ihr sonst irgendwelche Themen habt, bei denen ihr sagt, irgendwie kriegt man davon gar nichts mehr mit, was ist da eigentlich los? Schreibt es mir einfach in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt und dann werde ich das demnächst in die nächste Ausgabe der vergessenen Nachrichten reinbringen.